Herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen, zu einer weiteren Ausgabe. Ja, Junge. Also, was hat denn der? Leute arbeiten hier schon auf der Straße, gell? Part 60, Music off. Da gucken wir einfach mal. Jetzt will ich kurz mit Soundcheck machen. Puff. Na, ich glaube schon, dass es mit dem Sound klappt. Gestern habe ich gelesen, also gestern, also wenn ihr die Folge guckt, ist es was letzte Woche. Die Folge guckt und dann ging es, dass GTA 5 Downgrade hat. Aber wenn man jetzt genau drauf achtet, dann sieht man's. Aber ich glaube, das ist vorhin, gab es glaube ich ein Update oder so. Oh, da hinten ist was anderes. Can you get out and help me, please, mister? He's gonna die. He's all red and dribbling. I'm scared. Was ist hier los? Okay, don't fuck. Fuck now. Leg dich nie mit einem Franklin an. Scheiße, das ist... Ach, Mann. Mist. Verfluchte Scheiße. Dirt. Mann, Mann. Ja, egal. Auf jeden Fall, da hab ich gelesen, dass GTA 5 ein Downgrade bekommen hat. Also, dass die Grafik schlechter geworden wäre. Ich sag das halt so co... warte, ich rufe ein Taxi, geht's etwas schneller. Ich sag das so komisch, weil... Gut, heute nehme ich erst wieder auf und so, aber das ist jetzt nicht so, dass, dass, ja, ist toll, danke, dass du spielst und dass dann die Grafik sieht von GTA 4. Das würde man allerdings sehen, aber, ich glaube schon, dass es behoben worden ist, so dass ich das gar nicht gesehen habe. Weiß ich nicht. Weil das war nur so minimaler Unterschied. So dass du genau drauf achten müsstest, um zu sehen, ne, dass da was anderes ist. Hopp, fahr jetzt hier. Ich habe keine Zeit, mein Freund. Ja, ich weiß auch nicht, die Leute hier, die das... Die daran Spaß haben und so. Das Spielen nicht schlecht machen wollen und so. Die spielen das ja einfach und achten ja nicht hundertprozentig auf die Grafik. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Damit er unbedingt jetzt Klicks auf YouTube erhalten möchte, um zu sehen, ah, guck mal da, da ist das anderes als früher, da gab es bestimmt mal eine Verschlechterung. Sind vielleicht Leute, die haben nichts zu tun den ganzen Tag, oder was weiß ich. Also ich würde jetzt nicht machen, ich spiele jetzt einfach und fertig. Wenn sich, sag ich mal, ein bisschen die Grafik verändert, so ein bisschen, so ein Klatscherle. Na dann, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, ich würde ja kein Video machen oder so. Das muss ja nicht sein. Ich verstehe sowas nicht. Sometimes when I'm driving late at night, I like to pretend the other cars are speeding. Naja, tun wir mal. Und angeblich hätten so viele gesehen, ich glaube es hat nur einer gesehen und die anderen haben es einfach kopiert. Ja, und dann hat Rockstar halt wieder geändert. Jetzt erstmal das und dann rede ich weiter. It's me, dog. Where we at? We're at Enzo Benelli.
Mafia guy turned real estate developer. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos. Extortion, murder, labor racketeering, you name it. There's not a construction worker in town earning a livable wage right now, and Gold Coast Development is about to go under. And let me guess, you got a personal interest in Gold Coast, right? Anyone think you'd done this before? According to Benelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's done. One small problem. My source squealed. Benelli's expecting a hit. Watch yourself and go equipped. You'll have a lot of muscle. Tschüss. Riss dein Auto eh nicht mehr. Außer ich gebe es dir zurück. Oh, wo war man gerade? Ja, mit dem Downgrade. Ach, keine Ahnung. Mist. Ich hab den Ja. Ich hab den Faden verloren, scheiße. Also, nee, das wollte ich... Ach, die Mission. Die ist interessant, aber auch schwer zugleich. I'm gonna stay near the chopper. You dumb fucks, do your job! Ja, ich sag mal jetzt ein Downgrade, ein harter Downgrade. Verschlechterung der Grafik wäre für mich jetzt... Ja, Pixel. Das wäre lustig hier, ein bisschen Pixel. Oder... Ich muss doch da hoch. Nein, ich fahr mal rüber. Oder wenn ihr hier die Grafik wirklich jetzt von GTA Vice City, GTA 3... hättest. Das wäre schon... Ah, damit würde ich schon hadern. Aber wenn jetzt ein kleines Prozent oder mehr oder weniger ein bisschen verändert seine Grafik und ohne zu sehen, ob da wirklich sich was geändert hat, na, ist eigentlich egal. Weil wir Leute sind heutzutage sehr verwöhnt mit der Grafik und so. Wie komme ich noch rüber? Ja. We got an intruder! You shouldn't have... Come here, asshole. Ach, ich Kartoffel. Spast. Where's Enzo? Komm, Franklin. Ach, Mann. Ja, ja, ach so. Guck, das hat zum Beispiel ist mir auch noch nicht passiert. Also, dass ich gegen das Auto gelaufen bin, schon. Aber jetzt nicht, dass ich... Also, ich habe mich ja super vorbereitet für die Mission. Das ist mir auch noch nie passiert. Also, stopp mal kurz. Beim ersten Auto renne ich dagegen mit meinem Kopf und die Scheibe zerspringt fast. Da fliegt die Scheibe raus. Und ihr labert was von Downgrade? Come on. Ich sage einfach nur die Wahrheit, ich sage einfach nur wie es ist. Ich bin jetzt nicht aber... Ich mag schon die Grafik, klar. Ja, früher war die Grafik auch nicht schlecht. Wir haben auch gespielt. Ja. Wir müssen zum Fahrstuhl. Und umso besser die Grafik, umso geiler das Spiel, das ist auch klar. Aber man meckert nicht rum, wenn er sich ein bisschen was verändert hat.
was eigentlich kaum auffällt. Und dann rumzuhaten und so ein Scheiß. Och nein. Oder manche schreiben in Kommentaren, dass die 4K GTA 5 auf PC in 4K haben wollen. Die haben auch keine Ahnung von nix, oder? 4K gibt's, ja, aber jetzt ist es noch nicht so ausgereift, dass damit Spiele und es gibt zwar Bildschirme und alles mögliche, aber nicht die Spiele, die. Da ist 4K noch viel so unausgereift, dass du da jetzt Dings machen kannst. So elendige Dummschwätze sind es. So. We got an intruder! Take him out! He's got a gun! Pisser. Man sollte in der heutigen Zeit eigentlich damit zufrieden sein, was man hat. Also eigentlich schon immer, aber manche können das nicht und manche sind halt so. Das ist eigentlich eine coole Mission. Da wird geballert und gebombert. Aber wir hätten vorher zum Waffenladen gehen müssen. Scheiße. Komm heraus. Stirb, du Depp. Ich brauche Rüstung. Oh, was denn? Der ist jetzt nicht extra verletzt worden, mit dem er gegen den Pfosten da gelaufen ist. Das ist ja echt lustig. We need backup. Oh fuck. I'm playing here. Where the fuck is Benelli? Oh Mann, Franklin. Ich schaue mich hier unten erstmal um. Nach der Suche nach Leben. Weil bräuchte ich jetzt eigentlich dringend. Eine coole Mission ist das, aber ich will die nicht so oft... wiederholen und so, verstehst du? Deswegen laufe ich in diese Etage nochmal rum und ähm,
wenn nicht, dann gehe ich halt hoch. Kann mir ja nichts ändern, wenn es halt so ist. Naja, was soll's. Gehen wir halt hoch und bringen die Drecksschweine um. So wahr ich hier sitze. Mit dem Headset auf den Kopf. Mit dem Joystick in der Hand. Fahren wir nach oben. Adios, amigo. Und dahin fliegt ein Zeppelin. Atomic Kitten. Hab ich einen Fallschirm? Nein! Scheiße! Was war das für ein scheiß Absturz? Oh Mann ey! Oh! Scheiße, wir hätten es geschafft! Oh shit! There he is! Stay on Enzo! Oh nein, das war vorhin so episch! Sag mal, ist der bescheuert! Oh! Boah! Oh Mann, ey! Sag mal, ist der bescheuert! Kann er da was... Oh shit! Es muss aber klappen. There he is. Stay on Enzo. Oh nein, ja. Go! Ich weiß gar nicht, ob ich einen Fallschirm habe, das ist ja noch schlechter, ne? Ach, der Lichter! Der Lichter! Ich dachte, den hätte man. Here we go. Mein Freund. Ehrlich. Mehr nach links, mehr nach... Nee, das ist links, das ist rechts. Taken care of, but man, that shit went south. I know. We better let this simmer now. Way too much heat. Very nice work, Franklin.
bestanden. Jetzt will ich mal gucken. Wow, 75%. Toll. Flugverbotszone haben wir erreicht und verdientes Geld $10.000. Aber benötigte Zeit haben wir nicht. Ja. Kann ich auch nicht erreichen, wenn ich nicht weiß, wie viel Zeit wir benötigen. Gut. Damit bedanke ich mich. Jo. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Dass ihr schön dabei wart. Da wart ihr dabei. Das ist prima. Viva der Franklin und der Trevor, der Michael, die kommen umherum. So, nee, das war's jetzt und so. Und bis dahin, tschüss. Euer Carlos the Gamer Raymer. Jo, ciao. Ciao. Tschüss. Wieso war ich gerade? Naja. Ciao.